Ein neuer Fall wartet auf Dr. Christian Horvath. Die gebürtige Kärntnerin Christiane hat ein Stipendium, war dadurch bei der GIS Gebühren befreit. Im Frühjahr war die 20-Jährige ein paar Monate nicht zu Hause. Als sie dann wieder in ihren Briefkasten blickte, traf sie fast der Schlag. Als ich wieder zurückgekommen bin, währenddessen haben sich die Briefe gehäuft und ich habe dann in den 3 Monaten einige Mahnungsbriefe bekommen, darunter auch zum Schluss das Inkassoschreiben. Der Ursprungsbetrag von 52,66 Euro hat sich innerhalb weniger Monate mit Mahn- und Inkassospesen fast verdoppelt auf 100,16 Euro. Christiane vergaß, den Antrag für die neuerliche Gebührenbefreiung rechtzeitig einzureichen. Und die GIS hat nach der zweiten Mahnung sofort ein Inkasso-Institut eingeschalten. Im ersten Moment war es schon ein Schock, die ganzen Mahnungsbriefe in den Händen zu halten. Da ist man zuerst schon geschockt, wie man das alles bezahlen soll. Die Studentin hat noch versucht, mit der GIS am Telefon eine Einigung zu erzielen, doch vergebens. Jetzt hofft Christiane, dass Dr. Christian Horvath ihr helfen kann. Hi, grüß Gott. Grüß Gott, Horvath. Grüß Gott, kommen Sie gleich rein. Ja, danke. Ich folge Ihnen. Ich sehe da schon viele GIS-Briefe liegen. Sie wollten die GIS nicht bezahlen, oder was war da jetzt? Ich habe den Antrag nicht rechtzeitig eingeben können. Den Antrag auf? Auf die Befreiung. Auf die Befreiung. Weil Sie studieren, oder? Genau, und ich beziehe schon immer Stipendium und Studienbeihilfe. Ja, okay. Haben Sie die Forderung von der GIS prinzipiell zu spät bezahlt oder waren Sie innerhalb von der Frist von 2 Wochen oder was? Ja, es war schon zu spät, das schon, ja. Dass ich es jetzt richtig verstehe. Sie haben die Gebühr bezahlt und auch die Mahnspesen von der GIS. Und dann erst später ist ein Schreiben gekommen von der Inkasso-Firma und die wollen es nicht einzahlen. Ja, also ich müsste jetzt sehr viel einarbeiten. Es ist für mich schwierig, als Studentin jetzt auf einmal 100 Euro so ad hoc zu zahlen. Die GIS hat ja am Anfang richtig reagiert. Sie hat aufgefordert zur Zahlung, sie hat eine Mahnung geschickt, dann noch ein Schreiben. Bis dahin war ja alles in Ordnung, da ist ein Säumniszuschlag dazugekommen. Das ist voll okay. Nur, ob das Inkasso-Institut jetzt okay ist, ob die Forderung, die jetzt doppelt so viel ausmacht wie die ursprüngliche, da habe ich schon meine Bedenken. Denn die GIS hat einen öffentlich-rechtlichen Auftrag. Rückstände dürfen nur im Verwaltungsweg eingebracht werden. Und das geht eigentlich nur über das Gericht. Wenn die GIS jetzt ein Inkasso-Institut beauftragt, das hat für mich jetzt, auch wenn ich es noch nicht einmal rechtlich geprüft habe, einen faden Beigeschmack. Das ist das Gleiche, wenn die Polizei jetzt ihre Strafen mit einem Inkasso-Institut eintreiben würde. Das ist sicher nicht zulässig. Dr. Christian Horvath hat in Bezug auf die GIS noch andere allgemeine rechtliche Empfehlungen. Mitarbeiter der GIS dürfen schon zu Hause anläuten, wenn es jemand freiwillig hineinlässt. Okay. Dann lasst man es nachschauen oder auch nicht. Aber ich habe keine Verpflichtung, dass ich die Mitarbeiter in die Wohnung oder ins Haus lasse. Das ist ganz ein anderer Rechtsweg, nämlich das geht dann meistens über die BH, die beauftragte Polizei. Und die Polizei muss dann im Verwaltungsweg eine Nachschau machen, ob es da Empfangseinrichtungen gibt. Aber wenn jemand sagt, jetzt von der GIS, ich muss jetzt nachschauen, ich darf hinein, dann stimmt das nicht. Haben Sie mal mit der GIS Kontakt aufgenommen oder mit... Ich habe dann sofort, wo ich diese Mahnung gesehen habe, wo ich wieder in Wien war, gleich angerufen. Und die Dame hat mir gesagt, na, da kann man nichts machen. Der Antrag ist halt zu spät eingetroffen. Das war der einzige Kontakt? Genau, ja. Wieso haben Sie das übersehen? Das habe ich übersehen, weil ich jetzt immer in Kärnten war. Ja. Durch private Gründe habe ich jetzt nicht in Wien sein können. Mhm. Und dann bin ich jetzt wieder raus und habe den ganzen Briefstapel im Postkasten nicht gesehen. Es war viel zu spät jetzt. Macht man einen Nachsendeauftrag, oder? Damit jetzt sowas nicht passiert, muss ich schon jedem raten, wenn man länger ortsabwesend ist, dass man zur Post geht und eine Postsperre einrichtet, weil dann bekommt man auch nicht die Mahnungen oder RSA oder RSB-Briefe, weil es gibt ja immer im Leben Fristen und wenn ich die versäume, bin ich selber schuld. Und natürlich, der Postler weiß ja nicht, ob ich zu Hause bin oder nicht oder ob ich erst in 3 Wochen wieder da bin. Natürlich habe ich mich dann schon im Nachhinein geärgert, weil diese 50 Euro, 60 Euro könnte ich mir auch ersparen. Und dieser Tipp mit dieser Postsperre werde ich auf jeden Fall jetzt in Zukunft beherzigen. Da habe ich mich sehr gefreut und natürlich ist es ärgerlich, aber
bin sehr gespannt, ob wenigstens das nächste mir erlassen wird. Das wäre super. So, ich schau mal das an und melde mich, wenn es was Neues gibt. Danke, vielen Dank. Alles Gute. Wiedersehen. Auch die Arbeiterkammer kämpft für ihre Klienten, wenn es um hohe Inkassogebühren bei der Eintreibung der Gießgebühren geht. Das Problem ist, dass die Konsumenten oft viel zu spät um Hilfe rufen. Also das berühmte Kopf in den Sand stecken sollte auf gar keinen Fall passieren. Sobald eine Forderung kommt von einem Inkassobüro, auch mit diesen Verbindung aufnehmen und alles weitere abklären. Ja, verhandeln grundsätzlich immer. Es ist immer die Frage, ob man es sich leisten kann, ob es finanziell möglich ist. Und dann kann die GIS darüber entscheiden, ob sie auf die Forderung verzichtet. Mit den Inkassogebühren ist eigentlich das Gleiche. Man kann verhandeln, man kann versuchen, eine Ratenzahlung, wenn es nicht auf einmal zu bezahlen ist. Aber das Wichtigste ist immer sofort mit den Inkassobüro Kontakt aufnehmen und über den Fall sprechen. Die Studentin Christiane hat zu spät bei der GIS einen Antrag auf Gebührenbefreiung gestellt. Sie bezieht Studienbeihilfe und wäre eigentlich deshalb befreit. Doch die Verspätung wird jetzt teuer, denn die GIS hat bereits ein Inkassounternehmen eingeschaltet. Die verzweifelte Studentin hofft jetzt auf die Hilfe von Dr. Christian Horvath. Ich habe die GIS angeschrieben und sie aufgefordert, den ganzen Akt einzustellen, weil wir bezahlen sicher keine Forderungen irgendeines Inkassoinstitutes. Denn die GIS hat einen öffentlich-rechtlichen Auftrag. Rückstände dürfen maximal mit einem 10%igen Säumniszuschlag vorgeschrieben werden. Das Einsetzen eines Inkassobüros mit horrenden Zusatzkosten ist rechtswidrig. Und siehe da, es kommt relativ rasch eine Rückmeldung. Und sie haben im Sinne der Kulanz von dieser Forderung abgesehen. Der Rechtsanwalt hat also gute Neuigkeiten für Studentin Christiane. Horvath, Rechtsanwalt spricht. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Ich rufe an wegen der tollen GIS-Sache, gell? Mhm. Die Gegenseite hat geantwortet, dass es jetzt gegenstandslos ist. Okay. Sie haben ja den anderen Betrag haben Sie eingezahlt wahrscheinlich, gell? Genau. Ja, und wie gesagt, da fallen jetzt keine Zusatzkosten mehr an. Den Akt, wow, den haben sie erledigt. Wow, okay. Perfekt. Ich bin echt glücklich drüber. Ja, es geht zwar nicht um Millionenbeträge, aber ärgerlich war es trotzdem, gell? Ja, vor allem als Studentin, wenn man jetzt da eh nichts verdient in dem Studium, ist ja leichter schon. Ja, da kann man schon ein paar Mal essen gehen, gell, mit dem Betrag. Genau, ist es, ja. Ja, fein. Das ist dann erledigt. Ich wollte Ihnen das noch mitteilen, gell? Sehr gut, danke. Alles klar, danke. Gut, alles Gute, wiederhören. Danke, wiederhören. Das ist jetzt wirklich ein Mini-Fall gewesen, aber trotzdem, es ist eine Studentin, die hat kein Einkommen, lebt von einer Studienbeihilfe, muss sich ja alles selber finanzieren und die trifft natürlich jeden Euro hart. Ne? Und auch wenn es da vielleicht nur um 50 Euro geht, da geht es ums Prinzip. Weil ich weiß ja nicht, wie viele Inkassofälle es in Österreich gibt von der GIS und wie viel Geld die damit machen, was eigentlich nicht zulässig wäre. Deswegen freut es mich schon, dass der Fall jetzt so schnell erledigt wurde.